Einer ist nicht genug und nun Irina Pichkun, immer ein bisschen blass wird, ein bisschen unscheinbar, aber das kann zum Teil auch in ihrer Stärken sein, wenn sie denn den Wettkampf durchturnt. Und der Sprung gehört absolut zu ihren guten Disziplinen. Tja, ganz relaxed, die Zuschauer, die nicht in die Ferien gefahren sind. Das könnte schon in Richtung einer Goldmedaille hinauslaufen. Ja, sie ist eine Starterspringerin. Jetzt kommt es darauf an, wie St. Clair 10,0 anbietet. Und ich bin sehr gespannt, wie sie den zweiten Sprung uns zeigen wird. Er muss aus einer anderen Kategorie kommen. Also diesmal vermutlich ein Überschlag. 9,850 sieht schon mal gut aus. Es wird eng, es wird knapp. Ja, wenn sie den jetzt eine 9,8 erhält, dann ginge sie auf die Führung. Erfolgreiche Arbeit. Unbedingt, denn es kann nie einzelner allein eine Leistung entwickeln. Da gehören immer mehrere Trainer dazu. Ganz schnell, 9,737 für ihren zweiten Sprung, der auch in der zweiten Flug.